Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Add-on-Guide zu The Elder Scrolls Online. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Wicked Toolbar. Die Wicked Toolbar ist eine ganz schicke Toolbar, die hilft uns so ein bisschen Übersicht über unseren Charakter zu bewahren. Und ich suche die in den Erweiterungen aus und kann dann hier die Erweiterungen, die sind leider veraltet, funktioniert trotzdem noch, von Wicked Gaming benutzen. Die Core Libraries muss man einschalten. Muss man also auch runterladen und dann kann man alles andere nutzen. Full Immersion und Suite Manager ist nicht so wichtig. Die Toolbar ist das Interessante und wenn ich die Toolbar aktiviert habe, dann habe ich jetzt oben am Rand auch schon diese Toolbar. Ihr seht die jetzt. Da kann man die Zeit sehen, die FPS, die Latenz, wie viel Gold ich habe, wie viele Seelensteine ich habe. Ich kann die verschieben, wie ich möchte. Und kann die natürlich auch einstellen, wie ich das möchte. Ja, also dafür muss ich dann unter Erweiterungen, also in der im Gildenfenster ändert sich dadurch nichts und sonst auch nicht. Es ist einfach nur eine Toolbar. Und ich gehe unter Erweiterungen, sag dann bei Wickeds Toolbar, was möchte ich verändern. Zum Beispiel, wie möchte ich es sortieren. Wie möchte ich die Zeit einschalten oder ausschalten, also einmal ob der Titel da steht, ob da Time steht oder nicht. Ja, und dann ob da AM oder PM steht, sobald ich das 12-Stunden-Format einstelle, sieht man dann oben, es steht PM da oder halt nicht PM. So, was geht sonst noch alles? Es gibt noch einiges mehr, man kann also auch zum Beispiel aussuchen FPS. Wenn die zu schlecht werden, kann man hier einstellen, ab wann die dann rot werden und man sieht, es wird zu schlecht oder die Latenz. Man kann die Zone sich anzeigen lassen, seinen Charakternamen, seine Rasse, seine Klasse, kann man alles sich anzeigen lassen, seinen Ex-Bar, damit man sieht, wie viel Ex braucht man noch, wie viel noch an Prozent gebraucht wird oder wie viel an wirklichen Ex gebraucht wird. Ja, hier seht ihr das jetzt. Von 1 Million habe ich schon 896.000 und das kann man so einstellen, wie man es am besten braucht oder ich habe 90% von 1 Million, je nachdem wie man es möchte, wie man das Pferd füttern soll, die Vampir-Exp, wie viel Platz man im Gepäck hat, wenn man zu wenig hat, wird es gelb, wenn man gar keins mehr hat, wird es rot, ob man noch Soul Games hat, also wieder sich beleben kann, wie die Allianzpunkte aussehen. Man kann sehr, sehr viel einschalten. Das solltet ihr einfach mal rumprobieren, wie es euch am besten gefällt. Und jetzt gleich folgt dann auch noch, wie man dieses Add-on am besten runterladen kann. Also das ist für mich so ein zweiter Teil von dieser Erklärung. Also hier seht ihr auch, wie viel Waffenverzauberung ihr noch drauf habt. Also wie viel, wann müsst ihr wieder neu aufladen, die Waffen. Das kommt auch immer noch was Neues dazu. Das wird also immer weiter erweitert. Und Research Timer natürlich auch. Der Suite Manager, der Full Immersion, das sind andere Sachen. Da geht es halt drum, zeig meinen Hut oder tu automatisch meine Waffe ausblenden und sowas. Also kann man mit rumspielen, aber ich finde die Toolbar super. Damit solltet ihr euch einfach erstmal beschäftigen. So, dieser Teil hier ist in jedem meiner Videos gleich. Also wenn ihr das schon gesehen habt, braucht ihr es nicht nochmal anzugucken. Ich empfehle euch zur Add-on-Verwaltung Minion Beta. Das ist dieses Produkt, was ihr gerade hier seht. Könnt ihr runterladen unter der Adresse, die in den Beschreibungen vom Video unten ist. Ihr könnt verschiedene Add-ons dort finden für Elder Scrolls, für den EU, US oder PTS-Server. Sind immer die gleichen Add-ons, nur andere Installationsverzeichnisse. Ihr könnt die dann installieren mit einem einfachen Knopfdruck. Und hier seht ihr zum Beispiel das Destinations, hat er automatisch gesehen, da gibt es schon wieder zwei neue Versionen, die 1.4.3, die 1.4.4. Oder wenn es mehrere gibt, sagt er einfach Update All und dann updatet er alle Add-ons. Und hier seht ihr dann, wenn er drauf drückt, immer die Beschreibung und den Changelog, was hat sich also in der neuesten Version verändert. Ihr könnt also immer darüber auf dem aktuellen Stand bleiben. Was habe ich hier für Add-ons alle installiert? Hier seht ihr Discontinued ESO Minimap. Das ist meine Minimap, die ich bis jetzt benutze. Und was steht drin? Man sollte AUI, Advanced UI, ab jetzt benutzen. Ich fand meine Minimap super, ist aber das letzte Mal im November abgedatet worden, funktioniert immer noch. Man sollte halt jetzt schauen, ob ich dieses AUI benutze, dann geht man bei Find More, tippt mal ein AUI und da ist es auch.
Das könnte ich jetzt also installieren. Da sieht man auch, da ist eine Minimap, da sind wieder andere Vorteile drin. Die ist auch vom 11. Februar. Also installiere ich das jetzt mal und ihr seht, er tut es automatisch runterladen und schon habt ihr ein neues Add-on im Spiel. Das müsst ihr dort natürlich wieder einschalten. Aber das ist halt relativ cool, weil man immer sofort die Add-ons so verwalten kann. Ja, was benutze ich für Add-ons? Man kann nach Bank-Add-ons, nach Gilden-Add-ons, nach Karten-Add-ons und so weiter suchen, also nach Kategorien. Und in Optionen sieht man halt, wo liegt das Add-on-Verzeichnis von diesem EU-Server jetzt. Will ich es automatisch updaten lassen? Ich kann aber auch sagen, das soll automatisch starten, das Minion beim Windows-Start. Oder ich sage, er kann gleichzeitig mehr runterladen. Oder ich kann Proxy einstellen, wenn ich das möchte, wenn ich also keine normale Internetverbindung nutzen möchte. Ich kann das Spiel entfernen, kann ein neues Spiel hinzufügen. Ich empfehle euch das zur Verwaltung von euren Add-ons und hier sucht ihr euch dann das Spiel aus, wo das liegt. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, abonniert mich und wie immer bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis dann, also Minion-Add-on laden. Stop.